Ladies and Gentlemen, ihr seid hier bei den Droid Kings gelandet. Hier ist nicht Coach Brown, hier ist der Göbel, ehemals Team-Member von dem famous YouTube-Channel BNG. Wer mich vielleicht noch kennt, wer mich nicht kennt, auch egal. Ja, hier gibt es heute auf jeden Fall einen Vergleich der beiden Displays, der beiden Samsung-Flaggschiffe. Einmal zur rechten Seite hier das Samsung Galaxy Note 3 und links seht ihr das Samsung Galaxy S4 und es geht darum, wir, ich und der Brownstar, Coach Brownie, wir haben im Internet viel gelesen, von wegen es sollte dieselbe Display-Technologie sein wie beim Galaxy S4, das Note 3, das steht überall im Internet bzw. auf diversen Blogs, wenn ihr das mal so googelt und ich kann euch nur sagen, wir haben das jetzt hier live vor Ort getestet, ich weiß nicht, ob man das auf dem jetzt hier, ob ihr das auf dem Bildschirm, auf eurem Computer oder wo ihr das Video schaut, erkennen könnt. Auf jeden Fall, Leute, schaut es euch an in den Läden. Es sei gesagt, das Display des Galaxy Note 3 ist deutlich um Längen besser als das des S4. Also Samsung hat wirklich, wirklich eine Schippe draufgepackt bei dem Galaxy Note 3. Und ja, der Brownie, Coach Brown, sagt euch jetzt noch was zu den technischen Daten und so weiter. Brownie. Jawohl, Folks, Coach Brown hier und auf jeden Fall angefangen beim Weißwert, der ist dramatisch besser beim Galaxy Note 3. Ja. Ich hoffe, das könnt ihr auch wirklich hier sehen auf dem Screen und das ganze Display des S4 wirkt eher matt, ne? Matt, ja, und auch vor allem auch die Farben des Note 3, die kommen wirklich viel besser raus und der Weißwert, wie der Brownster schon sagte, ist wirklich um Längen besser. Also. Und die Farben des Note 3 wirken einfach wesentlich natürlicher und auch die Helligkeit meines Erachtens ist deutlich nach oben. Wenn wir jetzt einfach mal die Auflösung nehmen, die ist bei beiden natürlich Full HD, also Super AMOLED Full HD ist die verwendete Technologie. Die ist wirklich im Grunde vom Prinzip her dieselbe mit einer Auflösung von 1920x1080 und der PPI-Wert, also die Pixeldichte per Inch, ist beim S4 natürlich aufgrund des kleineren 5 Zoll Displays im Gegensatz zu dem 5,7 Zoll hier natürlich wesentlich höher, liegt bei 441 PPI, währenddessen das Note 3 im Anführungsstrichen nur auf 386 PPI setzt, heißt in der Praxis aber absolut gar nichts. Ja, weil man sieht, also es ist, man sieht eigentlich ab, man sagt so über den Daumen halt ab 300 PPI kann das menschliche Auge irgendwie keine Pixel mehr erkennen, das könnt ihr auch nachgoogeln, aber auf jeden Fall, es gibt halt noch diverse Feinheiten oder Einzelheiten, wie man ein Display besser machen kann. Halt und das hat Samsung hier bei dem Note 3 auf jeden Fall, wir haben es jetzt, wir sehen es hier, wir erzählen euch keinen Scheiß, deutlich und ihr müsstet das normalerweise auch. Ja, also wenn ich das hier, ne, so sehe, ja den Weißwert hier, ne? Den Weißwert hier bei der Facebook-Seite, deswegen haben wir dieses Beispiel mal schön rausgesucht, der ist wirklich, das ist wirklich enorm, wenn man das nebeneinander sieht. Also Leute, ihr bekommt mit dem Samsung Galaxy Note 3 ein wirklich nahezu perfektes Display. Ja, Samsung, also schon auf sag ich mal, auf IPS auf Standard, einem True HD IPS Panel, ja, wie das man das von LG zum Beispiel das kennt. Gewöhnt ist eigentlich, da und auch kaum Unterschied. Ne? Ja, und auf jeden Fall auch sogar eins der besseren. Ich habe das mit dem Optimus G Pro verglichen, was ja so ein True HD IPS Panel hat und da ist das Note 3 auch besser. Also Samsung hat hier von der Technologie richtig an den Feinheiten, geschärft, ja. Und geht mit Super AMOLED HD, Full HD jetzt endlich mal in die wirklich richtige Richtung, ja, vor allem auch für zukünftige Devices und genau. AMOLED ist jetzt auf jeden Fall unserer Meinung nach mit Devices wie dem HTC One oder halt auch dem LG Optimus Pro, welche und auf vor allen Dingen auch dem, genau, setzen, ne, auf gleichem, ungefähr auf gleicher Augenhöhe. Ja, ne? Genau, und vor allen Dingen auch dem Oppo Find 5, was auch ein hervorragendes IPS Display hat, auch absolut hervorragend, also auf dem Niveau ist das Note 3 angekommen, wie gesagt, mit der Schärfe, Folks, da seht ihr keinen großen Unterschied mehr. Schärfe ist, nee. Lasst euch gesagt sein, Samsung hat displaytechnisch einen großen Schub nach vorne gemacht und es ist ein absoluter großer Unterschied zum S4, zum absoluten mega Platzhirsch, Flaggschiff, wie auch immer, dem Leader of the Company, ja, von Samsung und ja, wenn ihr ein richtig tolles Display habt, rundum generell zu empfehlen, das Galaxy Note 3 auch vom Akku und von auch in der Kamera wurde gefeilt. Ein tolles Device, was wir hiermit absolut empfehlen.
Also ich für meinen Teil, also empfehle euch das auf jeden Fall. Es ist auch weder zu groß oder irgendwas. Wir wollen jetzt hier zwar nicht vom Thema abschweifen, aber ist wirklich meiner Meinung nach ist das ein sehr feines und gutes Gerät, das Galaxy Note 3. Und auf jeden Fall vom Display zu empfehlen und auch von der Haptik und so weiter. Und ja. Ja, wie gesagt, Volks, wenn es darum geht, ums Display, dann haben wir euch ho hoffentlich hier was mit vermitteln können, definitiv. Und das sollte einfach mal gesagt sein, weil laut Internetvergleichen, wie gesagt, ja, die beiden Displays baugleich sein soll. Und das ist in der Praxis, wenn man sich das anschaut, absolut nicht der Fall. Ich hoffe, wie gesagt, wir konnten euch was geben. Ja, haut rein, Leute. Abonniert den Channel, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und Thumbs ansonsten up. Thumbs up, genau. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video bei den Droid Yeah, Kids. bye, Swinack.